Hallo, Paraguay Live. Ich bin der bitt und herzliche sonnige Grüße aus Paraguay. Das heutige Thema folgt. Das heutige Thema, super. Ich lade euch ein zu einer Villa-Besichtigung. Es ist ein Top-Objekt. Es ist ein Freund von mir, der schon etwas älter geworden ist und er möchte das Haus schon veräußern. Also im Prinzip ist es eine super Villa im Kolonialstil, was wir jetzt besichtigen werden. Also bleibt dran, es ist wirklich ein super Haus mit einem super tropischen Garten. Dazu mache ich aber ein zweites Video, weil sonst würde es einfach viel zu lang werden. Also folgt mir zu dieser Villa. Wir sehen uns das top große Haus einfach mal an. Also hier ist der Haupteingang. So, gehen wir hier, da kann ich euch direkt zeigen. So, das ist der Haupteingang und jetzt gehen wir ruhig rein. So, also wir sind jetzt hier in dem Wohnbereich. Da sind ungefähr 100 Quadratmeter. Reine Wohnbereich auf zwei Ebenen. Da kann man sehen, dass er hier so eine Nische noch ist. Hinten. Und hier sieht man die großen Fenster. So, und da im hinteren Bereich sieht man die drei bodentiefe Fenster, die halt zum Garten rausgehen. So, Sprossenfenster, also Echtholzfenster, also wirklich gute Qualität. So, das ist schon ein älteres Modell von der Klimaanlage, also sollte man mal sicherlich austauschen. Und Schutzgitter sind vorhanden. So, hier vom Haupteingang sieht man noch links, da waren ja die Fenster links, gehen wir jetzt in den Küchenbereich. So, das ist jetzt die Küche, natürlich schon ohne Möbel. Und hier ist noch der Essbereich mit einem großen Fenster. Alles komplett durchgefliest. Küche aus, da gehen wir jetzt im Prinzip, ihr seht, hier ist der Schlafzimmerbereich und rechts geht es ins Wohnzimmerbereich. Also wir gehen einfach in den Schlafzimmerbereich. Hier rechts sieht man noch ein Bad. So weiß gefliest. So, hier sind zwei Schlafzimmer, da wird man bei den Grundrissen auch sehen, auch mit Fenster, mit großen Fenster. Dann das zweite Schlafzimmer, da ist noch eine Diele. Da geht es eine Treppe nach oben. Aber wir gehen nochmal hier geradeaus in den privaten Schlafzimmer, auch ein bodentiefes Fensterelement und da ist ein privates Bad, also auch ganz interessant, das sieht ihr auch mit dem Fenster, mit dem tollen Ausblick. Noch gemauerte Dusche. Und da mit dem
Ausblick, das ist, man hat den Bad, den privaten Bad, man hat wirklich einen tollen Ausblick in die Natur. Na? Wäre da nichts für euch? Ha, tolles Haus. So, was noch interessant ist, sind die Einbauschränke. Also die sehen wirklich gut aus. Also das Haus ist übrigens 24 Jahre alt. Und mit extra Nischen gemacht für die Einbauschränke. Also wirklich, die Schränke sind gute qualitativ sehr gut, sorry. So. Und hier sieht man, vom Schlafzimmer aus geht so eine Rundtreppe in die Galerie oben, wo man auch schönen Ausblick hat. Da gehen wir jetzt kurz rauf, zeige ich euch. Gehe ich gerade rauf hier. So, und dieser Hütchen, sage ich mal, ist ein Wassertank extra aufgebaut. Da sind kleinere Fenster, man sieht das. Und hier der tolle Ausblick. Also den Garten zeige ich euch in einem extra Video, logischerweise. Aber es ist schon ein sehr interessantes Objekt. So, und dann nochmal die Garage dazu. Gefallen. Ich denke auf jeden Fall, das ist ein Objekt, was sowohl der Reise wert ist, ja, als auch der Hausbesichtigung. Es ist wirklich ein super Objekt. Ich denke, man kann es 1:1 übernehmen. Es ist sehr solide gebaut. Also ich kenne den Eigentümer, wie gesagt, persönlich. Es ist ein Ausländer und das Haus ist wirklich riesengroß. Ja. Also 22 auf ungefähr 22 Meter. Da zeige ich euch nochmal die gezeichneten Pläne dazu. Also, vielen Dank für die Villa-Besichtigung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte unten in den Kommentaren eure Meinung dazu sagen. Was würdet ihr vielleicht besser anders machen? Hat euch gefallen oder nicht? Weil das ist immer die Rede, ist ein Neubau besser? Oder ein gebrauchtes Haus. Ihr müsst wissen und entscheiden. Also auf jeden Fall, das Angebot ist super. Also, falls ihr weitere Objekte sehen möchtet, einfach Likes nach oben. Gerne in den Kommentaren schreiben, weil wie gesagt, die Immobilien, die gehen, also Gebrauchthäuser, die werden, also gute Objekte, wirklich ruckzucki verkauft. Also, freue mich auf eure Kommentare, schreibt unter drunter. Wie gesagt, teilt nicht nur das Video, sondern auch andere Videos aus unserem Kanal. Und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Bitte auch den Kanal nicht vergessen zu abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.